Ja, Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Super Mario Bros. Wonder. Ja, Welt 4 haben wir mittlerweile 100% abgeschlossen. War auch ein relativ langer Weg, denn, naja, da war an jeder Ecke und an jeder Ende irgendwas versteckt. Wobei es schon ein bisschen traurig ist, weil das Letzte, was mir gefehlt hat, das war ausgerechnet, in diesem Sandwasserfall. Sandwasserfall, genau. Sandfall. Sandwasserfall. Nee, also eigentlich das Offensichtlichste von allen und da habe ich irgendwie nicht nachgeguckt. Ich habe es mir zwar schon irgendwie mal gedacht, aber ich habe das dann irgendwie nicht weiter hinterfragt. Ja gut, und jetzt kommt die Luftgaleere wieder mal. Die zweite mittlerweile im Spiel und ich bekomme eine Seifenblase, das kann ja fast nur... Kriege ich hier ernsthaft Lakito-Wolken spendiert? Oh no. Da kannst du ja so viel Scheiße verstecken. Und ich wette, irgendwo muss ich runterfallen lassen. Hundertprozentig, weil das wäre sonst nicht typisch Mario. Gut, wenn man da hoch kann, ist das, glaube ich, schon auch ein Zeichen, ja? Okay, ich kann auf alle Fälle drüber fliegen, aber hä? Ah, jetzt habe ich verkackt, glaube ich. Wartet, ich könnte vielleicht was probieren. Hab's nicht geschafft. Ich hätte gehofft, dass es funktioniert. Gut, okay, dann, was nutze ich am besten? Also hier ist auf alle Fälle viel... mit Löchern. Das heißt, am besten wäre eigentlich der Rettungssprung. Dass ich mich jederzeit retten kann. Sollte zumindest funktionieren. Gut, erstmal den Bohrer natürlich auspacken, weil dann kriege ich nicht vorher erst einen Pilz, sondern gleich direkt die Blasenblume, whatever die heißt eigentlich. Seifenblasenblume, nenne ich die einfach jetzt mal. Ja, ja, für die meisten Sachen nicht mal irgendwie einen Namen noch gewusst. Ich weiß, dass es... Wie wissen sie sonst denn aus der Blasen-Mario oder so? Oder Blasen-Daisy in dem Fall jetzt. Meinem Englischen wird es wahrscheinlich Bubble Flower heißen oder so. Und ich wäre nicht weniger. So, Lakito wird wahrscheinlich gleich ausgehen, deswegen... Okay, jetzt machen wir es aber richtig. Wobei, eigentlich war das dumm. So, jetzt machen wir es richtig. Unten durch... Nein, getroffen auch noch. Aber so richtig unnötig. So, kurz chillen. Nochmal kurz chillen, passt. Boah, hätte ich sogar noch genug Zeit gehabt. Trotzdem, man kriegt die Seifenblase sicher nicht ohne Grund. Ja, was denn? Alter, selbst da bringt dir ja der Rettungssprung auch gar nichts. Weil angenommen, jetzt fällst du runter. Nee, da bist du einfach weg. So, ich mache erstmal unauffällig weiter, ja. Okay, jetzt bin ich wieder klein. Okay, das war nochmal Glück, dass ich da reingegangen bin. Nee. Okay, ganz gechillt, ganz gechillt. Okay, passt. Oh, es sah gerade nach einem fixen Death aus. Gut, das sind wir hier schon mal. Hier geht das Autoscrolling weiter, so ist es. Aber immerhin schon mal ein Checkpoint, das passt ja auch. Gut, Powerbrook bekomme ich hier spendiert. Krieg ich da noch mehr? Ja, kriege ich. Dann nehme ich auf alle Fälle schon mal einen mit. Okay, und jetzt ganz genau gucken. Also ich wette, an irgendeiner Stelle wird es asozial. Vor allem, das geht hier jetzt genauso weiter. Ja, natürlich. Also ich brauche den Powerblock, weil... Okay, nee. Ich könnte doch ohne Powerblock zu der hin. Okay, und es kommt der genau gleiche Wundereffekt, wie wir ihn schon kannten beim ersten. Ne? Der ist aber auch richtig einfach geil. Da musst du immer in Bewegung bleiben. Der gefällt mir. So, der muss mir kurz bitte mal aufspringen. Bitte, danke. Ja. Ich bin mir unsicher, wo ich lang muss. Okay, hier war nichts außer ein paar Münzen. Ne? Ja, genau, übertreibt halt noch mehr. Okay, nee, ich mach den Kreis auch jetzt nicht fertig, das wäre tödlich. Nein, ich bin... Ohne den Ding wäre ich jetzt down. Oh, zum Glück habe ich den genommen. Ey, das hat mich jetzt so aufgeregt. Okay, hier ist der Wundersam, passt. Alter, hätte ich den jetzt nicht gehabt, ich hätte mich so aufgeregt. Gut. Das heißt, das Ziel kann auch nicht mehr weit sein. Ja, genau, es kommt nochmal größere oder was. Ah, okay, nee, nee, ich gehe da unten lang. Wird das jetzt schneller? Es wird schneller, es wird schneller, es wird schneller, es wird schneller. Jetzt ja, keine Zeit verlieren. Okay, passt. Ich glaube, ich bin hier.
Ja, hier sind Checkpoints. Wobei, ist das jetzt gut oder schlecht? Ihr wollt mir jetzt nicht wirklich sagen, dass das noch weitergeht, oder? Okay, ne, hier ist die Röhre. Gott sei Dank. Muss ich jetzt wieder einen Reaktor vernichten, ne? So wie beim ersten Mal. Ich glaube sogar schon. Ja, da vorne ist er. Okay, also die ganzen Luftgaleeren sind immer so, dass man hier Reaktoren vernichten muss. Also das ist so ein bisschen aufgebaut, eben wie bei den alten Spielen immer. Wo du einfach nur über Bowser drüber springen musstest oder unter ihm durch, whatever. Schalter drücken und finish. Okay, bei manchen Spielen musstest du es sogar immer machen. Zum Beispiel bei Wii. Da war ja auch der Sinn, dass du den Schalter ganz am Schluss tätigst, wo halt viele Hindernisse dahin waren, aber ansonsten war das bei den meisten Spielen immer der Fall. Ja gut, schön, dass man gewisse alte Konzepte natürlich nicht verwirft. So, die Galore hat sich erledigt. Oder Galere? Galore. Ich glaube, unter Galore kann man wieder was anderes verstehen. So, was haben wir hier? Hab's und du bist weg. Also ein paar Level sind hier noch und dann geht's gleich direkt weiter in die nächste Welt. Also stimmt, das Abzeichen brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, ich nehme wieder das ganz normale Turbo-Abzeichen. Weil das bringt, glaube ich, am Meißner. Oh no. Lol, hat der gerade... Der hat den Goomba verhapst. Das hat aber nicht verdient, der Goomba. Ey, der eine, der gerade gepennt und wurde einfach aufgefuttert. Ich merke aber schon, okay, da musst du schnell sein. Weil ansonsten kann da viel schief gehen und ich glaube, da könnte schon die zweite Münze sein. Lol. Okay, ne, das ist ein Gegnerbesiegungsding. Wie soll ich da hochkommen? Autsch. Kommt da noch einer raus oder nicht? Ja, kommt. Digga, das ist ja mega brutal. Aber ich schnall schon. Der ist darauf eingestellt, dass er das nächste Ziel verfuttert. Fantastisch! Eigentlich wollte ich ihn nutzen, dass ich da hochkomme, aber nee. Der klettert von selber hoch, das passt. Gut, wenn das so ist. Ich bin leider gerade klein. Ah, nein, 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 da muss ich jetzt machen. Okay, passt, habe ich. Das waren schon alle drei Münzen. Und hier ist erst der Checkpoint. Okay, was kommt denn für eine abgefuckte Wunderblume? Eventuell. Also wenn alle drei lila Münzen... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das haben. Ah, verdammt, ich wollte gerade den Goomba retten, aber hat leider nicht ganz geklappt. So. Sicher, dass ich nichts übersehen habe? Ja, es kann ja nur das sein, oder? Ja, halt's Maul, ich suche ja schon. Und wenn sie schon gefressen wurde? Nein. War da irgendwo eine versteckte Ranke in einem Block drin? Ich glaube, das könnte wirklich der Fall sein. Okay, ich werde es gleich wissen, Leute, wenn mir irgendwas fehlt. Aber rein theoretisch, was ist, wenn in einer dieser Blöcke eine Wunderblume drin war? Ich sag's dir, diese Mampfer, ey, die regen mich jetzt schon auf. Und? Ja, hier ist das Ziel. Ja, tatsächlich, verdammt. Dann muss ich mir leider kurz mal töten, ne? Also in einem dieser Blöcke war tatsächlich eine Wunderblume drin. Deswegen hat er davon gelabert, dass da was aufgefuttert wurde. Ja, da leuchtet es ja sogar. Boah, bin ich eigentlich blind? Nee, jetzt kommt die von links gleich. Hilfe! Okay, ich kann die aber mit den Powerblöcken ein bisschen aufhalten, ne? Nein! Oh, du Goomba-Dödel! Okay, muss ich eigentlich nicht die Klappe... Ja genau, die schnappen da eh selbst zu. Trotzdem, Alter. Ich nehme mal an, die werden mich instant töten, wenn ich da hinkomme. Leute, so viel Luft habe ich gerade nicht mehr.
Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Ich glaube, das war der letzte Powerblock. Hier ist noch einer. Hallo? Ist die beim Ziel jetzt ernsthaft? Ich habe jetzt kurz nochmal abgewartet. Ah, okay. Mach schnell, Desi, mach schnell. Okay, passt. Ich wollte gerade sagen, ey, also ich dachte gerade, die wäre direkt beim Zielfall, aber nee. Deswegen habe ich jetzt gerade noch abgewartet. Okay. Das war cool. Aber ich habe da wirklich nicht hingeguckt, ey, dass der eine Block da geleuchtet hat. Ja, ja, soll so sein, kann passieren. So, Nimmersatte Sagas. Das ist eine Level-Loch, dann könnten wir links zwar schon weiter zu Welt 6, aber ja, erstmal alles der Reihe nach Welt 5. Ah, wieder ein Gegner, der was versmampft. Das sieht doch ein bisschen aus wie Pokémon, finde ich schon fast. Weiß auch nicht, der hat gerade irgendwie bei mir so ein Pokémon-Feeling ausgelöst. Oh ne, der. Ja, die mampfen wieder alles. Gut, tut jetzt nicht sonderlich weh, weil ich habe eh noch einen auf Lager. Aber trotzdem, what the fuck? Also nur mampfende Gegner. Ah, das kann sich nicht über das ganze Level durchziehen, nicht wahr? Der frisst sogar die. Oh Mann. Nein, das war nicht gewollt. Wenn ich nicht so blöd wäre mit dieser Kackblase. Okay, jetzt habe ich ihn. Muss ich jetzt auch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich das Falsche klatsche. Ich meine, einerseits kann ich diese Gegner gut für mich nutzen, weil sie mir alles von Leib halten, ne? Nur wenn sie eben Sachen futtern, die sie nicht futtern sollen, ist natürlich blöd. Ja, da ist schon wieder einer. Wo? Okay, habe ich mir gemerkt. Der ist tot, passt. Schon wieder, schon wieder. Also wenn sie so Gegner mit Panzern schlucken... Ja, also wenn sie Gegner mit Panzer schlucken, dann spucken die ihn gleich wieder aus. Wenn den können die scheinbar nicht futtern. Gut, so geht's natürlich perfekt. Einmal und... Das Level ist aber cool. Warte mal, ist Welt 5 eventuell so eine Süßigkeitenwelt? Das wäre richtig geil. Kann das bitte mal aufhören mit denen? Ich habe keinen Bock mehr auf die. Nur mampfen die Gegner hier. Alles Vielfresse. So, hier ist die Wunderblume. Bin ich LOL? Ich bin Goomba? Ist ja mega geil. Wobei, nee, nee, nicht unbedingt. Okay, ich laufe im Background. Okay, also ich darf mich nicht verschlucken lassen von dem. Genau. Kannst du dich verpissen, bitte? Danke. Ja, habe ich. Trotzdem komisch, weil ich nicht springen kann. Da kommt sicher noch einer irgendwo her. Da ist er. So, chillen. Ich dachte gerade, er hätte mich gesehen. Ich habe mich eh gerade gefragt, wie. So, hier hoch. Weg, 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 weg. Dieses nicht springen können geht mir gerade am Sack. Ich meine, ich soll es nur zu gut kennen, weil eins meiner Lieblingsspiele auf der Wii U, by the way, wo ich das letzte Mal gespielt habe, war ja Captain Toad Treasure Tracker. Da hattest du ja das gleiche Handicap. Ich habe eine neue Spezies entdeckt. Ich frage mich, wie du das spielst. Vor allem, was mich jetzt gerade fragt, ist, wie sieht das eigentlich dann aus, wenn man halt mit anderen Charakteren ist? Also, jetzt der Kumpel hat natürlich eine Krone auf. Eventuell, vielleicht hat ja... Also, bei Mario und Luigi wird es die Kappe ganz normal sein, mit M und L. Ich glaube, ich habe da oben was gefunden. Könnte das ein Secret Exit sein? Achso, nee, mir hat noch eine Münze gefehlt, okay. Gut, ich verstehe schon. Einmal schlucken bitte und dann werfen. Nochmal. Danke!
Okay, für das reicht leider nicht mehr. Aber er hat seinen Dienst gemacht, das passt mir. Nein! Nicht so dumm, Alter. So viele Methoden, das Ding zu verlieren. Und ich mach's so, Alter. Alter. Der Goomba von vorhin. Ich hoffe, es geht dir gut. Was hat er gerade gesagt? Warte, laber du bitte nochmal. Irgendwas von dem Goomba hat er gerade gelabert. Jetzt will er nicht mehr. Okay, nochmal kurz aus dem Bild. Okay, gut. Also irgendwas mit dem Goomba davor hat er gerade gelabert. Ich fand, das sah hübsch aus mit Daisy. Aber wie sieht das dann bei Yoshi eigentlich aus? Ein grüner Goomba oder so vielleicht. Oder man kann die Wunderblume gar nicht nehmen mit Yoshi. Kann ich mir aber eher weniger vorstellen. Aber das war schon eine coole Wunderzeit, ehrlich gesagt. So, da geht der Weg dann rüber. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Wobei... Ne, hier ist nichts mehr. Scheinen nur die einzigen zwei Level zu sein hier. Ich bin aber ehrlich, das da unten sieht nicht nach Süßigkeiten aus. Fungimine. Ne, das ist irgendwas im Untergrund. Und dann kommen noch die Magmatiefen. Okay, da werden dann die richtig lustigen Level anfangen. Immer runterfallen, direkt down. Weil Lava halt. Endlich, die Fungimine. Hier soll es ja auch einen Königssamen geben. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Und die Karte hilft da auch nicht weiter. Okay, einmal 6 brauche ich, einmal 11. Und dann rechts unten ist irgendwie so ein Minensymbol. Sprechen wir doch mal mit den Poplins, die hier leben. Vielleicht haben sie eine Idee. Ja, gut. Natürlich brauche ich erstmal meinen ersten Wundersamen. Den kriege ich wieder hier. Ich meine, ich vertraue dem Symbol sowieso nicht. Bei der Wüstenwelt hieß es auch 15 und dann kannst du dahin. Und in Wirklichkeit waren da noch 25 mehr zum Holen. Oh, eine Nachricht, was da wohl steht. Lesen wir mal. Willkommen in der Fungimine der Fundgrube für funkelte Fundstünke. Tja, so würde ich normalerweise unsere Besucher begrüßen. Doch ist etwas Schlimmes passiert. Keine Zeit in der Mine zu arbeiten. Ich muss das alles irgendwie in Ordnung bringen. Daher mache ich mich jetzt auf den Weg. Wer immer dies liest, bitte kommt und helft, wenn ihr könnt. Nehmt diese Wundersamen hier und kommt zur Brücke. Ich bitte euch, gezeichnet freundlicher Poplin. Oh je, das klingt ernst. Nehmen wir den Wundersamen und gehen wir gleich zur Brücke. Ich bin allein zu Hause. Ich fühle mich so einsam. Es tut mir leid für dich, aber... Keine Sorge, wir werden daran arbeiten. Der Kollege, der hier wohnt, der wird bald wieder nach Hause kommen. Ich sehe schon da unten, der mit der Brücke. Was mache ich denn nur? Oh, mein Wundersamen. Ihr habt sicher die Nachricht in meinem Haus gelesen. Bitte sagt, dass ihr mir helfen werdet. Tja, meine Freunde sind losgegangen, um in der Mine zu arbeiten und niemals zurückgekommen. Sie wollten tiefer hinunter als sonst, um nach einem Königssamen für den Prinzen zu suchen. Aber so tief unten ist es auch ziemlich gefährlich. Ich muss ihnen helfen, bevor ihnen etwas zustößt. Was sagst du? Sie haben sich in Gefahr gebracht, weil sie mir und dem Blumenkönigreich helfen wollten. Ne? Da können wir ja unmöglich einfach tatenlos daneben stehen. Retten wir sie. Vielen Dank. Dafür muss ich... Ja, es war so klar. Okay, nur 10. Der ist wenigstens human. Ich erinnere an die eine letzte Brücke, die ja gar nichts gebracht hat eigentlich. Fühlerabzeichen bekomme ich auch noch. Oh, das Fühlerabzeichen. Das spürt Sachen auf, die wir finden wollen, richtig? Damit können wir herausfinden, ob sich Wunderblumen oder ähnliches in der Nähe befinden. Soll ich jetzt hier... Lol, ein Detektor oder wie? Also ich kriege wahrscheinlich so eine Nachricht in die Richtung, da ist gerade was. Okay, das ist nice. Aber Leute, trotzdem schaue ich das schon wieder an. 11 Wundersamen und dann, das war das Höchste. Was haben wir hier alles? Hier ist ein bisschen... Ja, gut. Wahrscheinlich erstmal Level abschließen und dann... geht's hier wahrscheinlich weiter. Hoch und runter mit Pilzforst. Nur eine einzige Schwierigkeit. Ja, ich probiere kurz mal das neue Abzeichen. Einfach damit ich weiß, wie es aussieht, wenn es sich meldet. Und es gibt den Bohrerpilz. Einerseits nicht verkehrt, aber andererseits, ihr wisst, ich kann mit dem Teil noch immer nicht ganz gut umgehen. Mann, jedes Mal, wenn ich die Gumbas sehe, ehrlich gesagt, ich will die einfach pennen lassen. Das ist einfach so cool, wie die mittlerweile sind, die Gegner.
Weil wenn wir uns bis dato an die 2D-Marios erinnern, bisher waren die meisten ja immer emotionslos. Was halt jetzt nicht mehr der Fall ist. Und das ist cool. So, hier ist ne... Ja, gut, okay. Jetzt habe ich verstanden, warum der leuchtet. Also er will mich auf die rote Röhre hier hinweisen. Genau, und dann leuchtet das Teil. Na gut. Da weiß ich jetzt auch mal, wie der Detektor aussieht. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, man muss natürlich auch damit umgehen können, nicht zu vergessen. Nur so mal eine Side-Story, weil ich kann mich an genug Dinge erinnern, was mir schon passiert ist. Ich denke da zum Beispiel an Yoshi's Woolly World, was ich mal gemacht habe, wo ich die ganze Zeit einen Stempel gesucht habe, schon auch mit diesen ganzen Sachen, wo dann so eine Meldung kommt, dass da was in der Nähe ist und ich habe es trotzdem irgendwie verkackt. Gut, das war jetzt nicht gut, aber juckt nicht. Okay. Achso. Ja, ich habe schon gesehen, da ist eine Blume drin. Tada! Achso, sonst nichts? Ich hatte gehofft, da ist jetzt irgendwas anderes drin, aber nee. Okay, die da oben ist ein bisschen böser als die anderen. Aufpassen. Ja, nicht das Ding verlieren. Gut, den besiege ich mal. Nein, da... Oh, verdammt. Ja, super. Na gut, da muss ich eh in die Wand rein. Konnte ich nicht irgendwie rechts rein in die Wand? Okay, so will ich es nicht machen. Nein, bitte nicht. Ja, da oben ist eine 10er-Münze. Wunderbar. Ich glaube, ich habe verkackt. Ich könnte mich erinnern, man könnte in die Wand auch rein, aber scheinbar nicht. Gut, dann machen wir es halt so. Wenn die ja eh wieder spawnen. So, einmal. Ich muss das jetzt halt richtig timen. Ey, der fällt runter. Dein Ernst? Eine andere Methode wäre, ich könnte ihn natürlich schmeißen auch. Jetzt habe ich ihn wieder besiegt. Ey, ich krieg hier gleich einen Anfall. Dann töte ich mich, alles mir egal. So, was können wir machen? Also das Abzeichen habe ich jetzt gesehen. Ich würde... Ja, komm, dann machen wir es so einfach. Ah, scheiße, ich bin jetzt wieder ganz am Start. Natürlich, das ist das Problem. Aber Leute, bin ich hier wieder schnell dort. Flitzen wir kurz mal hin und dann passt das. Wow. Das hätte mir fast selber keinen Gefallen getan. Wobei, warte mal, war das jetzt so klug oder nicht? Bevor habe ich all diese grünen Dinger geholt. Also nicht, dass ich da oben irgendwas vermisse zum Suchen. Wartet. Okay, passt. Jetzt bin ich hier. Das war scheinbar schon mal komplett unnötig. Ja, hier ist was, aber... Das war's dann auch schon. Hey, waren da wirklich nur Münzen oben, oder was? Das macht ja so wenig Sinn, wenn da oben nur Münzen waren. Okay, hier scheint wirklich nichts zu sein. Gut, vielleicht hängt das aber auch mit dem Ding da drüben zusammen. Gut, hier weiß ich jetzt, wie ich es mache.
Es wird sicher auch anders gehen, aber ich mach's jetzt einfach so. Ah, eventuell. Ach, da hoch komme ich wahrscheinlich, wenn ich die Kürbisse vorher nicht zerhaue, oder? Das wird sein. Der eine größere Stapel. Das wird gewesen sein. Oh, jetzt bekommen wir so ein Halloween. Oh, die singen wieder, die singen wieder. Tanz der Kürbisse. Und diesmal keine Gegner besiegen, weil ehrlich gesagt im Nachhinein war es schon eine relativ Unehrenart, wie ich halt die ganzen Piranha-Plants gekillt habe. Wie sie halt ihren Song da performt haben. Gut, hier ist die letzte 10er-Münze. Okay, nee, die tanzen diesmal wirklich nur. Also singen tun die nicht. So, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Das ist wieder so ein Rhythmus-Ding. Nein, jetzt verliere ich noch mein Bohrer-Ding. Okay, passt. Hier ist Ende. Schätze ich mal. Ja, sieht gut aus. Okay, die rote Röhre unten wäre dann einfach nur gewesen, sollte ich die Wunderblume nicht gefunden haben. Wobei, sind wir ehrlich, die hast du jetzt wirklich nicht übersehen können. Also, der Kürbis hat offensichtlich geleuchtet. Ich wollte mich nur klären, weil davor habe ich ja das eine, den leuchtenden Block auch nicht gesehen. Na passt. Dann ist das erledigt. Und Leute, damit ist der Part jetzt für heute auch lang genug. Also, haben wir mal den ersten Ausflug hier in die Fungiminen gemacht. Das war eine 1er Schwierigkeit. Gut, sehe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen anders. Hätte man schon eine 2er Schwierigkeit sagen können, dass das ist. Hier ist eine Münze versteckt. Hier ist noch was. Und hier nicht. Okay, da muss man wieder aufpassen. Da können Sachen unterschiedlich schwer versteckt sein. Ist hier sicher auch noch was. Genau, hier ist der Shop. Und hier ist noch ein Level. Ja, das wird eindeutig wieder eine miese Geschichte mit Secrets. Da freue ich mich schon drauf, Leute. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.